Schneller. Es ist ja nicht wirklich so, als ob wir es extra tun. Es ist halt ein Nebeneffekt unseres bequemen Lebens. Sollen wir jetzt alle auf unsere Kohle- und Gasgrills verzichten im Sommer? Ich meine, das geht doch auch nicht. Und dieses Jahr wird es wohl wieder ein richtig schön warmer Sommer. Ah, ich weiß, ich habe im Sommer gemeckert, aber ich freue mich wieder drauf, wenn es richtig warm ist. Ihr kriegt dann keine Cam-Bilder mehr, weil dann ist Kleidung wieder außer Mode. Ich ziehe mich hier nicht extra an. Nur für euch. Wer seid ihr denn? Noch fertig, bis es dunkel ist. Dann ist eh wahrscheinlich alles da voll. Können wir noch Sand mitnehmen, bis das Inventar platzt. So. Ah, oh, ein schönes großes Stück hier wegfressen. Ah, dann schauen wir mal, wie viel wir schon haben. Ja. Die sind auch voll. So, das heißt, hier kann man noch ein bisschen Sand reinstapeln. Oder ein bisschen anderes Zeug. Nehme ich jetzt einfach schon mal mit hier. So, also ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal hauptsächlich Sand mit und machen hier die Reihen weg. Ich denke, hier hinten werden wir hauptsächlich auf Sand stoßen. Nur ganz geringe Mengen an Stein. Das kommt uns, denke ich, dann sehr entgegen. Ja, und ich denke, ich habe es genau richtig gemacht. Denn hier ist wirklich nur Sand. Sammeln wir erstmal. Ach ja, Minecraft ist immer noch das schönste Spiel, das es gibt, finde ich. Gerade so dieses Sammeln und Landschaft abernten gefällt mir immer noch wie am ersten Tag. Ups, da ist mir ein Sandblock auf den Kopf gefallen. Ja, aber ich denke, dann mit dem Glas hier, da sollten wir auskommen. Schauen wir mal. Das kann raus.
Das kam raus, das kam raus. Dafür kommen volle Stacks rein. Sup, 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 sup. So, und jetzt können wir den Rest noch mal vollhauen. Dann nehmen wir dann hier auf der Seite. Sollten wir noch mal richtig Sand rausholen können. Machen wir erstmal hier diese 5 oder 6. Das ist nicht ganz so lang hier. Ende. Bäume haben wir hier auch noch genug für Holz. Ach ja, stimmt, Holz brauchen wir auch noch. Hätte ich mehr Kisten bei, würde ich sagen, wir machen jetzt einen Abstecher da lang, aber lohnt sich nicht. So, einmal alles einsammeln. Und wie sieht's aus? Noch ein paar Stacks frei. Die machen wir jetzt auch noch voll. Dann sind wir vorsichtig. Ich will nicht zu viel abernten und dann hier irgendwas liegen lassen müssen. So. Ja, ich glaube, drei rein kommen wir noch. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Also der Platz. Zur Not habe ich ja auch noch ein Stack frei in der linken Hand. Rechter, in der rechten Hand. So. Voll bis oben hin. Dann geht's mal zurück. Nächstes Mal machen wir einen Rest. Das war jetzt dort aber auch noch eine schöne Ecke, die wir da reinbekommen haben. Hallo Kuh. So, was machen wir jetzt, bis das Glas geschmolzen ist? Wir werden. Das ist ja doof hier. Wir werden einfach da drüben noch ein bisschen planieren. Einfach schauen, dass wir da noch ein bisschen was platt kriegen.
Also inzwischen macht das Aquarium doch schon Eindruck, wenn man da guckt, wie groß das ist. Ist auf jeden Fall ein schön großes Gebäude geworden. Und ist ja auch noch nicht fertig, also. Sieht an sich nicht schlecht aus. Ach so, ein Müllschacht ist das. Stimmt. Wir hatten ja fast alles angeschlossen. Sollten mal Schilder drüber hängen. Müll. Nicht, dass da irgendjemand mal von unseren Gästen was reinwirft und dann ist es weg. Nochmal, bin ich jetzt dran vorbeigerannt? Ja, du bist dran vorbeigerannt. So. Dann gucken wir doch mal. Stellen wir erstmal alles hier hin. So. So. So und so. Eine dunkelblaue war hier eine Restekiste. Kohle hatten wir auch schon mal mehr. Da hinten habe ich reingeguckt, hier nicht. Na gut, im Endeffekt, was sind 3 Stacks, 4 Stacks, 5 Stacks? Sechs Stacks. Ja, doch noch einiges gewesen. Ah, weit wären wir damit jetzt auch nicht mehr gekommen. Vor allem, was ich da noch vorhab fürs Dach. Du bist hier übrigens auch falsch. Du kommst hier rein. Du auch. Einer. So. Damit sind wir hier schon mal gut zugange. Da kommst du rein. Wie sieht das hier hinten aus? Da ist auch noch ein bisschen Platz. Dann nehmen wir erstmal alles aus, was kein Sand ist. Ich glaube, jetzt habe ich auch Sand erwischt. Aber das ist egal. Machen wir so. Die ist voll. Das heißt, wir können wieder ein bisschen Stein abwerfen. Die ist auch voll. Ihr kommt erstmal hier rein. Und jetzt können wir uns erstmal Sand nehmen und gehen nach hinten. Hier kommen erstmal nur 8 rein. Weil wir einfach nicht mehr so viel haben. Das heißt, wir haben die komplette Kohle, die wir hier gefunden haben, auch gleich verballert. Das ist selten der Fall bei uns.